Hi, heute bin ich mit Julian hier und wir wollen weitermachen. Wir haben uns viel beschäftigt in den letzten Folgen mit dem starken Fuß, Liniensitz, Shiko, alles was darauf aufbaut und Mayo-Kücken. Aber wir haben aus der ganzen Position uns noch nicht Shiro-Kücken angeguckt. Dann würde ich euch jetzt mit Julian zeigen, dass ihr das auch vielleicht mitüben könnt zu Hause. Braucht ihr auch wenig Platz und einen weichen Untergrund. So, Idee ist auch, wir starten, Julian macht auch gleich mit, wir starten jetzt in Migi Kamai, auch in diesem Liniensitz. Ne? Das ist immer eine gute Ausgangsposition, weil man hat immer schon mal trainiert, hoch auf den starken Fuß zu gehen. Und geht hoch in den rechten Winkelsitz. So, jetzt bei Ushirokemi. Nee, da ist ja Quatsch, wenn man da erstmal hochgeht. Ne? Eigentlich ist es Quatsch. Eigentlich ist es Quatsch. Ja, man startet ja gleich so. So, also ich rolle jetzt über die Schulter, wo mein Fuß vorne ist, ja? Wo der vordere Fuß ist. Die Hand, die auf der gleichen Seite ist, die behalten wir hier auch, zwischen unserem Knie und unserem Fuß. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt, ich drehe mich mal um, wenn ich jetzt losrolle, bleibt der Fuß, die Hand hier zwischen. Ja? Ich starte hier vor, wenn ich jetzt so rüber gehe, ja, bleibt das so. Drehe ich mal um, dann machen wir das. Und wir sind Migi, ja? Und gehen wir mal rüber und dann sind wir praktisch in der Position. Hast du das auch? Ja, Tür? ja. Ja, und zurück. Dann wechseln wir die Seite. Jetzt ist der linke Fuß vorne, wir rollen über die linke Schulter und die linke Hand bleibt praktisch zwischen unseren Beinen. Ja, hier auch. Ja, da. Jetzt ist sie dazwischen. Und zurück. Und die andere Hand, also die da ist, wo das Knie nach außen zeigt, die setzt ab und stützt uns. Ja, also so, die setzt hier ab. Ja, dann sind wir eigentlich genau in der Position, wie wir beim Mayo gewesen sind. Okay, wir drehen uns nochmal um. Ja, also. Die Rolle kommt, wir rollen ab. Nach hinten bis zu diesem Punkt. So, hier angekommen, gehen wir jetzt mit so viel Schwung nach hinten, dass wir hier wieder im rechten Winkelsitz sitzen. Und zwar auch mit dem rechten Bein vorne. Ja? Und dann können wir uns wieder in den Liniensitz setzen. Ja, wir kommen noch ein bisschen näher. Immer noch bei Migi. Okay, also. Das Bein ist vorne. Über die Schulter rollen wir, da gucken wir auch rüber. Diese Hand stützt ab. Ja, also rüber. Und hier jetzt mit Schwung in diese Position. Wieder in den rechter Winkelsitz. Auf dem starken Fuß. Absetzen, Liniensitz. Genau das gleiche. Zack, und dann sind wir hier wieder in der Position. Das ist gerade. Genau. Zurück. Ja. Können wir direkt auf der gleichen Seite Mayo-Kücken machen. Ja. Ihr habt vielleicht nur Platz für eine Rolle. Wir haben jetzt hier Platz für zwei Rollen gehabt. Jetzt tauschen wir mit Hitari. Machen genau das gleiche. Also jetzt rolle ich ja über diese Schulter. Julian ja auch. Und die Hand ist hier dazwischen, also die linke. Und diese wird ab. Abstützen. Ja? Also nach hinten rollen. Jetzt sind wir hier und jetzt brauchen wir auch den Schwung, dass wir das Bein nach da stellen und hier das Knie hochkommen. Dass wir die da gehen wir noch hier und sitzt ja nicht im rechten Winkel. Jetzt bist du richtig. Okay, und gleich noch einen hintereinander. Und mal zurück. Da hoch. Und nochmal. Migi. Zack. Ja, gar nicht so einfach, ne? Wieder in die Position zu kommen. Zack. Und mal Rückenmigi zurück. Mit ja. Wir zeigen es nochmal von hinten, das wäre vielleicht auch ganz gut, ne? Ja. Ist das so? Und dann müssen wir da anfangen. Dann müssen wir noch da. Also, wir starten Liniensitz, jetzt Hidari und zack, rechter Winkelsitz. Ah, Julian hat die Seite gewechselt. Ach, jetzt. So, und nochmal. Liniensitz und abrollen, zack. Jetzt sind wir wieder im rechter Winkelsitz. Okay, nochmal mit Migi aus der anderen Perspektive. Wir sind noch da. Ja, lass noch mal die weg.
und jetzt das Ganze wie zack, ja. Rücken gerade, ja, hier immer starker Fuß. Ups. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob ihr damit zurechtkommt. Probiert es, wenn es Fragen gibt, könnt ihr sie ja im Chat stellen. Ja, wenn ihr wollt. Hast du noch was dazu merken? Ja. Genau. Du und ich üben jetzt Tenshinhage. Das zeigen wir euch aber nicht. So, schau.